Die Königreiche sind im Krieg und die Loyalität der Kolonien schwindet. Im Namen des Königs sollst du zur Minenkolonie Achsun reisen und die Loyalität sicherstellen. Lange ist es her, dass Schiffe der königlichen Flotte Achsun angesteuert haben. Die See ist gefährlich und es treiben sich viele feindliche Kriegsschiffe herum. Doch am meisten sollst du auf die göttliche Macht Acht geben. Die Macht der Götter ist unberechenbar. Denn nur wenige überleben den Zorn der Götter. Du wirst in ein Land reisen, wo Habgier herrscht. Dort ist sich jeder der Nächste. Ein Land, wo ein Menschenleben nur ein paar Goldstücke wert ist. Überleben nur die Starken. Für den Rest sieht das Schicksal keinen Platz vor. Denn dann bist du auf dich alleine gestellt. Herzlich willkommen zu einer neuen Modifikation für Gothic 2. Diese Modifikation heißt Legend of Assun, Temple of Awakening. Ja, die setzt auch wieder die Nacht des Raben auf. Und die ist schon etwas länger in Arbeit, diese Mod, und soll aber Mitte diesen Jahres rauskommen. Und da habe ich mir gedacht, dann lad doch mal die Demo runter und schau einmal nach. Dann darf ich mal beginnen mit dem Story der Demo und währenddessen werde ich mal einladen. Und ich hoffe, ich kriege das ja in der kurzen Zeit hier auch gebacken. Das Schiff des namenlosen Botschafters des Königs von Lavanien wird von Seeräubern versenkt und der Botschafter an die Arena Assuns verkauft. Mit seinen letzten Kräften überlebt er die brutalen Kämpfe und wird ins untere Viertel der Stadt geworfen. Hier wird zwar eine gewisse Ordnung durch die Rekruten aufrechterhalten, doch die Leute sind arm. Ein jeder fristet sein Dasein. Doch der Botschafter muss so schnell wie möglich zum Fürsten von Assun, um ihm einen Bericht zu überbringen. Die Torwache zum mittleren Viertel möchte jedoch nichts davon wissen. Wird der gebeutelte Botschafter den Fürsten erreichen? Ja, das ist also sozusagen das Storyboard bzw. der Grundfaden. Die Features von dem Spiel sind dichte, verzweigte und umfangreiche Story. Neu gewaltige Welt mit unterschiedlichen Klimazonen, lebendige Orte und dichte Vegetation, neue Monster, Tiere, Animationen, Texturen, Musikstücke sowie dutzende Modelle, neuartige Berufe und Fertigkeiten, 3 frei wählbare Gilden, ich werde an dieser Stelle jetzt mal kurz unterbrechen, etwa 90 spielbare Quests, einige sind fraktionsspezifisch, ca. 20 bis 30 Stunden Spielzeit, je nach Spielweise. Maximal etwa Level 20 erreichbar, mehr Pfeilesystem, unterschiedliche herstellbare Pfeile, an der Zahl sind es 5 verschiedene Pfeile, Schärfen von Waffen, Learning by Doing System für Waffentalente, Berufe bieten einzigartige Vorteile, 20.000 Dialogzeilen, etwa so viel wie Gothic 2, die Nacht des Raben, Easter Eggs und vieles mehr. Ja, dann schauen wir mal und spielen das Spielchen mal an. Ich muss es natürlich auch wieder nachvertonen. Was du nicht sagst. Also mit meiner Stimme, weil noch keine Sprachdateien da sind. Mein Mann sieht das anders. Und wieder reiner aus der Arena. Wirklich? Das ist ja interessant. Der Vizio und seine Schläge machen aber wirklich keine Ausnahme. Jenen Schwächling, der dahergelaufen, niemand, schleppen sie in die Arena mit und prügeln so lange auf ihn ein, bis er so aussieht, wie du es jetzt tust. Ich bin kein Schwächling, ich bin kein Niemand. Etwas hier ist ganz schief gelaufen, aber keiner hört mir zu. Wer bist du denn? Ich bin höchstpersönlich vom Lavalianischen König abgesandt worden, um hier in den Dienst des Fürsten zu treten. Das ist ja interessant. Und wieso hat dich dann der König in Unterhosen zu uns geschickt? Sehr lustig. Meinst du, es macht mir Spaß, hier in Unterhosen rumzulaufen? Ich habe den Schiffbruch überlebt und bin dann in einen Kerker unter der Arena zu Bewusstsein gekommen. Ich glaube, du kannst dir sicher vorstellen, wie angepisst ich deswegen war. Was danach passiert ist, kannst du dir ja denken.
Jetzt für den Augenblick bist du ein Schwächling und ein Niemand. Also vergiss deinen König und vergiss deinen Posten. Du fängst hier ganz von vorne an und musst dir erstmal deinen Respekt und dein Ansehen erarbeiten. Ich glaube da nicht dran. Wie gelang ich zum Fürsten? Ich muss ihm schleunigst über den Vorfall berichten. Er wird mich ja verstehen. Wirklich? So wie du aussiehst, kommst du nicht mal in die Stadt rein. Das weiß doch inzwischen jeder. Die Wachen sehen es nicht gerne, wenn sich halbnackte Leute oben blicken lassen. Du verstehst? Du musst schon nach etwas anderes aussehen, um reingelassen zu werden. Also besorge dir jetzt erstmal anständige Klamotten. Das sollte jetzt deine größte Sorge sein. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Dann sag mir, was ich über diesen Ort wissen muss. Das weiß doch inzwischen jeder. Die Stadt besteht aus drei Stadtvierteln. Im Moment stehst du hier im unteren Viertel der Stadt Asun. Außerdem gibt es das mittlere und das obere Viertel, die eigentliche Stadt. Im mittleren Viertel wohnen die einfachen Händler. Das war zu schnell, ich konnte jetzt nicht vorlesen. Was ist mit den oberen Vierteln? Im oberen Viertel sind die Burg als Statthalter, gleichzeitig der Sitz der königlichen Garde. Außerdem wohnen dort die reichen Bürger von Assen. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Warum redest du denn eigentlich von einer Stadt? Gehört das etwa nicht dazu? Und es wird noch dieses Viertel ist erst später entstanden, mit der Hoffnung auf Arbeit und Reichtum sind viele Leute nach Asun gekommen. Was du nicht sagst. Und hier wohnen diejenigen, die sich nicht zurechtgefunden haben, aber auch Leute, die nicht in der Mine schuften wollen. Das ist ja schrecklich. Wie du siehst, ist es hier direkt an der Stadt entstanden und gehört jetzt quasi zur Stadt. Das ist doch kein Geheimnis du mehr. Kannst es arme oder untere Viertel nennen. Es ist ja eh egal, wie du es nennst. Woher bekomme ich eine neue Kleidung? Da kann ich dir nie weiterhelfen. Geh aber in die Armenküche und lass dich erstmal in die Liste eintragen. Sag, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht wird man dir dort helfen können. Das ist mal wieder typisch. Wie bin ich überhaupt hier gelandet? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wie meinst du das? Ich muss mit diesem Schiff gekentert sein und bin dann irgendwie in dieser Arena gelandet. Ich hatte ja nur beiläufig mitbekommen, dass ich überhaupt auf Asun bin. Weißt du, ich habe keine Ahnung, ob du wirklich vom Festland aus hierher geschickt wurdest oder ob du in der Arena ein paar Schläge zu viel auf den Schädel bekommen hast. Aber ohne den Ring und der dazugehörigen Order, die solchen Amtsträgern als Ausweis mitgegeben wird, wirst du wohl wieder mal zu schnell nichts. Also Leute, das ist ein bisschen zu fix. Das kann man leider gar nicht nachsynchronisieren. Da müssten die Zeiten noch ein bisschen verlängert werden. So schnell kann man auch selbst im Stillen nicht lesen. Also, liebes Team, da muss noch nachgearbeitet werden. Und somit gehe ich dann mal. Gottes. Ja, ich habe mir gedacht, so von wegen... Wo läuft er denn jetzt hin? Dieses barbarische Kolonialpack hat mich... einen Abgesandten des Königs von Lalvanien durch den Dreck gezogen und wie eine niedere, versalzene Fleischwanze wieder ausgespuckt. Ich werde diese Missstände dem Fürsten und treuen Vasallen des Königs berichten müssen. Doch ohne eine ordentliche Kleidung lassen mich die Wachen noch nicht einmal in die Stadt durch. Die Botschaft des Königs habe ich leider auch nicht mehr. Der Rekrut Cortes meinte, dass ich die Leute hier in dieser erbärmlichen Siedlung nach Kleidung fragen soll. Verdammt. Ich hoffe, ich komme bald zum Fürsten. Tja. Gut, okay. Jetzt haben wir ungefähr auch seine Stimme gehört. Damit habe ich nicht so gerechnet. Und jetzt schauen wir mal und sprechen mal irgendwen an. Traurige Bürgerin. Wie geht es dir? Ich will mich nicht beklagen. Ich bin zwar nicht reich, aber Hungern habe ich, inner sei Dank, schon lange nicht mehr müssen. Ach, erzähl mir mein Bett ist trocken hier und meine... Was? Und ist einigermaßen sicher. Was kann eine Frau wie ich mehr vom Leben erwarten? Einfach zu viel. Wie kann ich mich hier zurechtfinden? Das ist ja interessant. Ach, das ist ganz einfach. Das untere Viertel, also wo wir sind, liegt ganz unten, das obere ganz oben und das mittlere in der Mitte. Das hätte ich nicht gedacht.
Bin ich ein Stadtrundführer? Lauf einfach mal ein bisschen rum, dann findest du dich schon zurecht. So groß ist die Stadt ja nicht. Ich habe was anderes. Was gibt es hier im Viertel? Die Armenküche. Wenn du mal hungrig bist, solltest du in die Armenküche gehen. Das ist das größte Haus hier im Viertel. Ansonsten ist für dich der Puff wahrscheinlich interessant. Ach, erzähl mir nicht so. Geh da ruhig rein. Solange du sie beschäftigst, können unsere Männer ihr Geld nicht mehr. Sorry, ich muss lachen. Das ist ja schon mal gleich hammerhart hier. Hier wird das wirklich, weiß ich nicht, hier auf Arm und trotzdem noch Geld für Dirnen. Also, sorry, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay, was gibt es hier im Viertel? Ich gehe da mal. Ja, das ist natürlich eine tolle Eröffnung. Da gucken wir mal hier in ein Logbuch rein. Als Abgesandter des Königs habe ich den Auftrag, mich in den Dienst des Fürsten zu stellen. Doch um überhaupt in die Stadt zu gelangen, muss ich erstmal eine anständige Kleidung tragen. Ich sollte mich mal bei den Leuten hier im unteren Viertel umhören. Tag 0. Tag 0. Okay. Auch lustig. 0 ist ja auch eine Zahl im Computersinne. Ich soll mich in der Armenküche in die Liste eintragen lassen. Vielleicht erfahre ich dort, wo ich eine Kleidung finden kann. Dann gucken wir doch mal. Achtung, ich muss mal niesen. Oder? Nee. So, das ist das größte Gebäude hier in dem Viertel. Das hier wohl nicht, das hier auch nicht, aber sie sehen lustig aus, die Häuser, finde ich. Die Bäume sind auch schön. Na, da gucken wir mal. Er sollte lieber den Mund halten. Hier ist ein Bettler. Man weiß gar nicht, okay, den kann man nicht ansprechen. Ich bin ganz da. So, Helene. Mal gucken. Wer bist du? Ich bin Helene und betreibe mit meinem Gabriel die Armenküche. Und gelegentlich singt sie noch dabei. Aber sonst kann man bei mir auch Essen kaufen. Ach, erzähl mir nicht. Weißt du, wie ich an eine anständige Kleidung komme, um in die Stadt zu gelangen? Wenn du ins mittlere Viertel gehen könntest, würde ich dich zum Schneider schicken. Eine andere Idee? Ich kann dir ja nicht weiterhelfen. Vielleicht solltest du mit Rufus reden. Das letzte Mal, als Rufus hier war, faselt er was davon, dass er Geld braucht und ein paar Sachen verkaufen möchte. Er sollte lieber den. Also kann sein, dass er etwas für dich hat. Wo finde ich Rufus? Rufus findest du in einer der Hütten hinter diesem Haus. Das habe ich schon immer gesagt. Wer bezahlt das Essen? Wir bekommen eine Liste, auf der steht, wer von den armen Zauseln hier Essen bekommt, und pro Person zahlt uns die Stadt einen Betrag. Und davon könnt ihr gut leben? Nein, aber wir machen das nicht wegen des Geldes, sondern um den Menschen zu helfen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Kann ich etwas zu essen bekommen? Wer sagt denn sowas? Du siehst mir ziemlich abgemagert aus. Ich kenne die Leute, die herkommen. Du stehst nicht auf der Liste. Du wärst mir aufgefallen. Tut mir leid, du bist nicht auf der Liste. Ich komme von Cortez. Ich soll mich hier in eine Liste eintragen lassen. Nun gut, hier hast du etwas. Solange mir aber Cortez nicht die Loyaliste gibt, bleibt's bei dem einen Essen. Oben Brot erhalten. Toll. Zeig mir dein Essen. Ach, guck mal, hier kann ich das kaufen, ne? Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, okay, dann werden wir erstmal nichts machen. Ich habe was anderes gehört. Was gibt es hier sonst so im Viertel? Eigentlich nicht viel, außer des Bordells. Und unserer Armenküche wirst du keine wirklich nennenswerten Orte mehr finden. Und wie sieht es mit den nennenswerten Persönlichkeiten aus? Worum soll ich mich denn noch alles... Hahaha, hier unten wirst du wohl kaum wichtige Leute treffen. Die meisten hier sind bettelarm und eigentlich froh, wenn sie nicht hungern müssen oder von Krankheiten befallen werden. Außerdem, Rekruten wirst du wohl niemanden mitten in Ansehen finden. Obwohl, ab und zu verirrt sich mal der seltsame Michels an dem... Leute, viel zu schnell. Kann man gar nicht vorlesen. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt überbrücken soll. Was ist mit dem Bordellbesitzer? Du meinst Mentula? Er hat hier unten zwar... Ah, oh, Leute, Schreibfehler. Properi, Ansehen bringt ihm Ruf, aber auch nicht nur ein. Naja, und weil dann... Oh, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß so. Ich könnte es nur irgendwie... Ach, es ist irgendwie schade. Es ist echt schade. Das habe ich schon immer gesagt. Naja, gut, okay. Wir haben ein Brötchen erhalten. Wie viel bringt uns das? Ein bisschen Leben. Super geil. Mein Mann sieht das anders. So, dann werden wir mal Gabriel ankreisen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.
Hallo, wer bist du? Gabriel. Ich habe was anderes gehört. Du scheinst ja nicht hier gesprächig zu sein. Siehst du nicht, dass ich am Arbeiten bin? Salz, zwei Prisen, nun noch eine Heilwurzel. Wenn du was willst, geh zu meiner Frau da vorne. Ich wundere mich über gar nichts. Ja, okay, die haben wir ja schon angequakt. Helene. Sowas? Da kannst du eh nichts dran ändern. Wer sagt denn sowas? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Sein Mann scheint ja sehr beschäftigt zu sein. Er hat auf die Und das Essen muss ja schließlich irgendwo herkommen. Er ist der beste Koch hier im Viertel. Dann werde ich ihn ungestört kochen lassen. Das wundert mich. Mein Mann sieht das anders. Erzähl mir was über die Rekruten. Was soll man da großartig erzählen? Sie stehen eben im Dienst der Stadt und sollen für die Sicherheit sorgen. Zumindest wird das behauptet. Hier im armen Viertel merkt man wenig davon. Wieso? Was stimmt denn nicht? Ach, die meisten von denen sind noch nicht einmal freiwillig hier. Wahrscheinlich eher strafversetzt oder sowas. Nehmen ihre Arbeit eigentlich nicht ernst. Wenn hier mal wieder was geklaut oder einer zusammengeschlagen wurde, interessiert das hier kaum einen. Aber ich will nicht zu laut reden. Immerhin unterhält die Stadt das Armenhaus. Das weiß doch inzwischen jeder. Was ist mit Cortez? Als ich hier ankam, war ich ihm eigentlich nicht egal. Ja, Cortez und Ron sind ja wohl etwas... wohl die Ausnahme. Ron? Das ist ein anderer Rekrut. Eigentlich immer hier im Viertel zu finden. Ach, zeig mir dein Essen. Hat man schon. Okay. Wie komme ich noch gleich auf die Liste? Wie schon gesagt, Gottes gibt immer die neueste Liste heraus, aber wenn du es eilig hast, kannst du ihn auch selbst darauf ansprechen. Dann geht es meistens schneller. Und auch so schnell ist der Text verschwunden, dass ich hier nicht vorlesen kann. Ja, Leutchen, ich spiele das hier ganz spontan zum allerersten Mal und bitte auf irgendwelche Aussprachefehler. Und so schnell kann ich nicht lesen. Bitte zu verzeihen. So, ich gehe dann mal. Dann werde ich wohl den Cortez ansprechen müssen. Ich habe was. Den lustigen Cortez, er ist am Kochen. Er soll doch kochen. Wieso kochst du nicht, du Sack? Der mich nicht. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So, und wer ist er hier? Amasius. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Hallo, ich bin neu hier. Ja, du bist neu hier? Das tut mir aber leid für dich. Du wirst mit Sicherheit auch was feststellen, warum. Ich kann es mir schon beinahe denken. Die Leute hier sind wohl genau wie das Viertel ziemlich weit unten. Das habe ich schon immer gesagt. So kann man es auch sehen. Das einzig Gute ist, dass hier nicht alle so mies drauf sind. Es gibt ja noch ein paar Leute, die einem das Leben hier noch einigermaßen erträglich machen. Ach, erzähl mir. Und was macht ihr so den ganzen Tag über? Eigentlich gar nichts. Hier unten hast du zwar viel Zeit für dich, aber dafür des Öfteren keine Arbeit, um gescheit leben zu können. Na, wie im richtigen Leben. Hier kannst du eigentlich nur die ruhige Kugel schieben, wenn du nicht weißt, wie du deine Situation verbessern kannst. Und sonst? Nichts sonst. Hier ist tote Hose. Das Einzige, was du bringen könntest, wäre in einer Mine zu arbeiten. Das weiß doch inzwischen jeder. Mine? Welche Mine? Wovon redest du? Ja, sag mal, hast du überhaupt keinen Plan? Wieso bist du, wo du hier bist? Warum du hier bist und überhaupt? Mehr oder weniger, aber sag schon, welche Mine? Oh Mann, die verdammte Goldmine, wegen der fast jeder dahergelaufene auf der Insel ist. Ach, erzähl mir. Gold? Ja, Gold. Ich merke schon, mit dir ist wirklich nicht mehr viel los. Weißt wenigstens, wo du jetzt bist. Er erzählt alles weiter. Natürlich, ich bin im unteren Viertel der Stadt Asul. Ich habe was anderes gehört. Hm, na immerhin etwas. Bin gespannt, wie lange noch so ein Typ wie du es hier wohl noch durchhält. Ja, ja. Dir auch einen schönen Tag. Man sieht sich. Aber war da noch irgendeine Option? Nee. Ja gut, okay, wie steht's? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier was klauen darf. Oh, die sind sehr aufmerksam. Das werde ich wohl nicht machen. Helene, ja, Helene. Oh, traurige Bürgerin. Das ist, glaube ich, die wir schon quatscht haben. Die gucken aber einen richtig ganz brutal an. Mein Gott, die sieht ja aus wie eine Bekannte von mir. Aber nett gemacht. Butler, Bettler, Butler. So, jetzt gucken wir mal, wo der Cortez ist. Der spanische Cortez. Ich muss mir echt merken, wie ich die Leute so vertone. Okay, Cortez, denke ich mir, dass der Spanier ist. War das hier? Ah, das ist der Ron. Ah, mal gucken. Was machst du hier? Mal gucken, wie ich den Ron übersetze. Ron Williams, der... Ja, ich guck mal. Ich bewache die Gegend hier. Geh jetzt weiter.
Ich möchte Rekrut werden. Wende dich an unseren Kommandanten Argos. Er ist für die Rekrutierung neuer Soldaten verantwortlich. Du findest ihn meistens im mittleren Viertel der Stadt. Leicht wird es aber nicht. Das kann ich mir jetzt schon sagen. Wer ein Rekrut werden muss, muss auch in der Lage sein, etwas zu leisten und sein Leben einzusetzen. Was gibt es hier in der Gegend? Ich habe dir doch gesagt, dass ich hier wachsam sein muss. Und wieso? Was ist denn? Was gibt's denn hier? Ich merke schon, du kennst dich hier noch nicht besonders aus, was? So, was ist es? Wie ist es? Also irgendwas Neues? Ich gehe dann mal. Na gut. Also, den habe ich mal als amerikanischen Akzent mir mal im Kopf gehalten. Gucken wir mal hier, das sieht nach Wachturm aus. Ah ja, richtig, das könnte grotesk sein. Ah ja, grotesk! Dann sag mir mal, was ich wissen muss. Wo komme ich an einer kleinen Wege von? Ich komme von Helene wegen der Liste. Machen wir das mal. Ich komme von der Helene. Es geht um die neue Liste. Du meinst wegen der Liste für das Armenhaus? Hm, also ich denke, dass es da wieder mal zu schnell für den Text war. Leute, Kinders. Ich habe nur gerade nicht unbedingt die Nerven, eine komplett neue Liste anzufertigen. Meine alte Vorlage ist da wohl irgendwie abhanden gekommen. Oh, warte mal. Ach, es wurde gesprochen. Wollte die Situation für einen eigentlichen Griff kriegen. Ich habe von der Goldmine gehört, die auf der Insel sein soll. Ich gehe dann mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich weitermachen soll, weil es macht nicht jeder mal, habe ich jetzt getippt, ne? Ja. Dann verstehe ich nicht, warum er jetzt hier nichts mehr reagiert. Nö, es scheint jetzt hier hängen geblieben zu sein. Naja, gut, okay, bis hierhin haben wir das gemacht. Hm, warten wir mal ab. Also, bis dahin. Vielleicht mache ich noch eine Folge, ich weiß es jetzt nicht. Ich muss es mal selber anspielen und ich habe es mal gerade eben spontan gemacht und irgendwie läuft hier irgendwas wohl irgendwie nicht so richtig. Okay, bis dann und irgendwann.